Das finde ich Ja, schön. dann komme ich dann Samstag dann Ja. zu dir. Müsste mir halt dann gleich nur die Adresse deiner Eltern mal senden. Das ist das Einzige. Ja, jetzt müsste Keks noch laut die Adresse Jo. vorlesen, inklusive Postleitzahl und Handynummer. Bloß nicht. Ich glaube, dieses eine Stückchen werde ich aber auch rausschneiden. Nein, Ja, nein, ich nein. denke, Das, da schreibe ich diese nochmal drauf Perle an. der Unterhaltung kannst du nicht einfach Weil da rausschneiden. kümmert er sich drum. Ich kümmere mich hier um den ganzen Camping-Scheiß hier zu Hause bei uns. Mache ich aber. Und ja. Oh, das ist gemein. Ich weiß. Ja, du bist ein böser, böser Mensch. Ich weiß. Das weiß ich an dir zu schätzen. Bist eine böse Folienkartoffel. Was? Ja. Ich bin keine Kartoffel. Doch, du bist eine Folienkartoffel. Ich nicht! Du hast selber gesagt, du hast die Reaktionszeit einer Folienkartoffel. Ja gut, wieso legen alle meine Wurzeln in Goldwagen? What Du solltest the dich geehrt fühlen, dass ich so genau aufpasse, was du sagst. Das sind Perlen der Weisheit. Sowas muss man einfach rezitieren können. Ach, wohl. Sei Eines einfach Tages gut. wirst du auf einem Thron mit Gronkh stehen. Und dann werden alle wissen, du warst einst eine Folienkartoffel. Also, neben Grund zu stehen, da habe ich jetzt persönlich nichts gegen, aber. Möchtest sein Glücksbart streicheln, gibst du. Ach, hast mich erwischt. Ja, dieser Bart ist so erotisch. Na, jetzt nicht deswegen, sondern einfach nur, um ein bisschen Glück von ihm abzukriegen. Sorry für die Unterbrechung gerade bei mir und sorry, wenn ich da gerade am Telefonieren war. Keks, du Cool. Eisexpertin, würdest du Ja. dich auch ganz gerne hemmungslos an Kronks Glückbart reiben? Nein. Nicht mal nackt. Nein. Du bist komisch, geh weg. Keks, du musst helfen. Die unten auf der Botlane müssen helfen. Die Sind schon Botlane. auf dem Weg. Hat er sich ja nicht entschieden, wohin will. Ja. Da hatte sich schon lange entschieden, dass er zum Jungle wollte. Er hat ja auch Smite mitgenommen. Aber wohin? Ja, Ach eben. so. Soweit ich es aus dem Augenwinkel mitbekommen, ist irgendwo planlos durch die Botanik. Ach so. Ja dann. Oh, ich habe ein Ja, Fenster gib mal gesehen. hier mit deinem Dings an. Ist okay. Oh, guck mich an, ich bin Pro, ich hab's nötig, es mir aufs zu beeindrucken. So, jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kumpel. Oh, ich hab den größten Fehler gemacht, den man tun kann. Ich hab's Murphin gesagt. Oh, wir werden verlieren, wir werden verlieren, ich hab's nicht so gemeint. Ich bin Anfänger, ich bin neu hier, ich hab das Ding noch nie gespielt. Du bist ein Monstrum. Mal gucken, ob der Fizz dran denkt, Zeugs gegen mich zu kaufen. Vielleicht, vielleicht auch Fist. nicht. Ich habe einen Fizz hier gerade in der Mitte gegen mich. Ich glaub's mal eher ein weniger. Ich würde als allererstes einen Arsch voll Damage kaufen. Oh, Good job. Sorry. Sehr schön. Den hätte ich eigentlich gern dir gelassen. Naja. Ah. Naja, tot ist tot. Tod ist tot, eben. Hast du es richtig gesagt. Aber, ja. Außer Zombies. Die sind Jetzt nicht steht tot. sie erstmal alleine da, die dumme Bitch. Also. Insolvent Russia. ADC supported support. In der Mitte war der Yi. Der Der kommt Yi jetzt auf war die Top Lane. top, Okay. okay, dann können wir ja bleiben. Böser Yi, böser Yi. Ja, der muss hier dem Midlaner ganz schön helfen, weil ich hier den Fizz so minimal mobbe. Das Da ist ja eine Sona. Da geht die Beine ab. Sona, möchtest du wissen, wer ich diesen Anker habe? Oh, Oh, jetzt geht's los hier. danke, dieser Xin. Hä? Der hat mich gerade erstmal eiskalt sterben lassen. Gut, Oxen! Lass mich raten, er fällt mich jetzt zu.
Ja, klar. Vielleicht ist ihm gerade auch aufgefallen, dass er Timo hat sterben lassen. Vielleicht entschuldigt er sich gleich bei dir. Da wird zwar gut. Danke, Vollspacken. Du hast jetzt meinem Gegner 2 Kills geschenkt. Das ist nicht so gut. Feeding. Du bist kein aufrechter Japaner. Schäm dich, Xin. Jetzt geht's aber los. Ein Koreaner hätte mit zusammengeknoteten Fingern gewonnen. In einer Minute. Sag mal, spinne ich oder habe ich da gerade echt was im Gebüsch gesehen? Im Gebüsch? Midlane SS. Ich hab den Jin hier oben. Yi. Master Yi. Tja, Jin haben wir doch gebannt. Ja. Ich habe das angepingt. Vollspacken. Oh, die sind so süß am Anfang. Und die gehen mir gerade aufs Maul. Ja, so, wir haben jetzt erstmal ein Problem, um die Lane zu pushen. Wir können erstmal shoppen. Ja, so viel wie es geht. Ja, das Problem bei Vayne am Anfang ist halt, die hatten einen absolut beschissenen Wave Clear. Gegen Ende ist ein Monster, aber am Anfang, da gibt's bessere. Naja, ich weiß, ich hab doch schon mal ein paar Mal Vayne gespielt. Stimmt. Falls du dich erinnerst, ja. I remember. Aber jetzt bin ich erstmal die Vogelfrau, die Klopf-Klopf-Witze mit ihrem Vogel macht. Ist also die verrückte Vogeldame. Ja. Okay, ich setz mal kurz ein paar Wards in der Gegend. Jo, mach das mal. Erstmal schön brav farmen. Oh mein Gott, ist das viel. What the fuck? Oh Gott, der Blubbeldrache. Ja, was ist viel? Viel Farm! Sekunde, ich hause dir mal ein bisschen zusammen. So. Oh, das ist nett von dir. Ein bisschen angedatscht. Da kommen die auch. Du fucking Fuckvieh. Hat die gerade versucht, mir wie zu tun? Ja, hat sie. Junge Dame, wir müssen reden. Kommst du mal? Wait, we need to talk! Glaub ich's doch, bist du deppert. Ich hab ja schon keinen Bock mehr auf diesen Xinjiao. Ich schalte ihn jetzt schon mal auf Sturm. Ich hab nämlich jetzt schon keinen Bock mehr auf den Vollspacken. Hast das Spiel doch erst begonnen. Ja, aber wenn jetzt nicht schon wieder der letzte Trottel aufhört, dann... Ey, der ist so dumm und rennt mit halbem Leben in den Fiss rein. Ja gut! Ich bin jetzt noch ein zweites Mal gestorben. Vielleicht hat er Bock auf ein Fischbrötchen. Vielleicht kommt er aus Hamburg. Shadow? Ich bezweifle, dass Shadow sich Bad Duck 90. 90 nennen würde. Woher willst du das wissen? Woher weißt du das? Jetzt geht's aber los hier. Vielleicht bin ich das ja. Vielleicht weißt du es nur noch nicht. Ich bezweifle. Richtig. Was? Koala? Shadow ist der geheime Japaner, oh mein Gott. Midlane SS übrigens. La 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 la. Die zerkratzen unseren Lack. Und jetzt gehen sie an den River und doch wieder zurück. Gewordet wahrscheinlich. Kann sein. Na, vorsichtshalber mal. Man weiß ja nie. Der kommt in die Mitte. Hä? Der hier, der gegnerische Jungle, das hier gleich in der Mitte. Mhm. Passt auf, er ist schlecht, unser Jungler. Jo. Toller Jungler. Ja, ist sie.
Ja, schön, aber ich port mich jetzt back erstmal. Ich bin sonst gleich tot. Gucken, wie lange braucht denn das zu merken? Ach, Menschen. Sind Menschen, Menschen nicht toll? Ich hasse Menschen. Ich auch. Ich auch. Menschen sind scheiße. Also, es sind Arschlöcher, sie sind dumm. Hallo. Hi. Hey, Vivi. Willkommen in der Aufnahme. Ey, die beiden zerkratzen meinen wunderschönen Lack. Yay, Aufnahmenpuper. Ach, was. DJ, Spaß, Spaß, Spaß. Das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Lauf, 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 lauf. Ja, ich sehe es, der I. Ich halte sie auf. Geh, 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 geh. Ja, mit den okay. SS, es kann sein, dass der Fiss nach oben kommt. Oh Mann. Nö, nix, oh Mann. Dafür bin ich da. Du musst am Leben bleiben. Ich bin scheißegal in dem Moment. Ja, aber still! Es bringt keinem was, wenn du auch noch rups gehst. Du farmst schön und wirst größer und schön fett. Fick dich, Jungler. Der Jungler ist ja immer richtig scheiße. Vorsicht, Mitte, Sona und I kommen. Sagen wir so, ich bin gerade gestorben. Mal wieder. Do you speak English? Ja. Kein Kommentar dazu. Checkt er nicht, dass ich ihn stumm geschalten habe? Und überhaupt, den Namen irgendwie irgendwo in den Chat zu schreiben ist, ich weiß nicht. Der könnte sonst irgendetwas damit meinen. Eben. Vielleicht mag er einfach nur den Namen Team. Oh. Timo, oh Timo. Timo. Oh, das ist ein schönes weiches Fell, Timo. Ja. Zeig mir dein Giftpilz. Oh, hol. Zeig mir das plötzlich. Das wird langsam pervers. Drake, help. Ernsthaft? Nur weil der Timo seinen mächtigen Pilz zeigen möchte, ist das pervers. Ja. Ich hätte ja auch nicht von Fußpilz. Midlane immer noch SS? Oh Gott, und da wartet es echt, dass du mit ihm mitgehst und den scheiß Track machst. Ich? Er brüllt die ganze Zeit, Timo, wie so eine kaputte oh, Timo. Als wäre ein Pokémon! Timo! Ja! Wäre eigentlich so ein geiler Reskin für ein Pikachu. Oh Gott. Einfach so ein paar batteriebetriebene Pilzfallen aufstellen. Oh Gott. Diese Hilfe! Das ist ja schon wieder abgehauen. Ja. Schon wieder. Ja, so. Ach. Alter. Der lässt mich halt am Laufen im Land verrecken, der Typ. Weißt du, was das Lustige ist? Ich hab nebenbei so die Minimap im Auge. Ich hab gesehen, okay, da kommt ein Yi angerannt. Da ist noch der Fiss. Ja, und der Yi will zu uns runter. Okay, so Lauf. Ja, ja, ich über bin die schon. Büsche. Schön über das Gebüsch. Sorry, wenn ich gerade am Fieden bin. Da kannst du ja nichts für, wenn der sich wie der letzte Nabbel benimmt. Weil eigentlich Timo in der Mitte funktioniert. Hätte der Typ dem ja, nicht aber auch nur, wenn Anfang... du hast das mitmacht. Problem und ist, das tut es in diesem Moment ja nicht. Nee. Das Problem bei dir ist, halt, du wirst halt gebabysittet wie Sau und unser Jungler rennt durch die Botanik und sagt nur deinen Namen. Und oder schreit jetzt ah! Und pinkt sich einen Arsch an dem Drake-Wund und ist gleich wieder Hack. Ach, du rennst hinter dem Yi her. Ich geh mal ganz kurz zu dem, sonst gibt er eh keine Ruhe. Alles klar. Jetzt rennt der weg, was? Ach, weißt du was, scheiß der Hund drauf. Jetzt kommst du dem mal zur Hilfe und plötzlich rennt er in die Midlane. Der Yi müsste allerdings noch hier irgendwo rumgeiern. Ich hab jetzt noch irgendwo einen Klang gesehen. Ist er in der Midlane? Mhm. Ja, der ist hier gerade, die sind hier gerade hingerannt.
Schön mal wieder lebendigen Ward. Aufpassen, die kommen runter wahrscheinlich. Oder die gehen gerade zum Dragon. Ich glaube, die kommen sowieso zu uns. Nutzen wir mal die Gelegenheit und das ist der Fiss. Junge, ich... Ich schlurre hier meinen Platz. Okay. Wehe, du nimmst... So. Das ist mein fucking Farm. Nö, dir helfe ich jetzt nicht mehr, Arschkrampe. Wie das so gut drauf? Hast du heute bei Pokémon Go einen guten Tag gehabt? Lisa, brauchst du Support? Willst du kommen? Dann komm. Okay. Ich meine, ja gut, du spielst zwar Timo, aber du musst doch nicht so toxisch sein. So, ein bisschen schneller. Huiuiuiui. Der Kanarienvogel. Ja, wenn ich die schon hier habe, dann kann ich die ja wohl auch nutzen. Bam. Och, ja. Schneller Fortbewegungsmittel. Jetzt soll das von gleich reported werden von dem Typen. Aber er ist hier auf mich. Wofür? Aufpassen, Lisa, die kommen hoch. Mal ohne Scheiß, für was soll der dich reporten? Dass er ständig überall einrennt? Er hat im Chat so ein bisschen Dampf abgelassen. Ich hab gerade einmal so, danke, du Arsch. Und pass auf, der könnte im Busch sein. Ja. Okay, spielen wir halt wieder Wayne. Ach, da ist sie! Hups! Scheiße! Das war jetzt gerade überraschend. Ja. Los, Minions! Hol, haben wir das dir überhaupt mal erzählt? Die Idee, die Kizuna und ich mal für Resident Evil 4 hatten? Hä? Du kennst doch diesen Todessound von Leon in Resident Evil 4, ne? Dieses. Ja. Wir haben uns mal überlegt, wie würde das, wenn man das durch diesen Aufruf von Hör mal, wer da hämmert, ersetzen würde. Jedes Mal, wenn Leon stirbt. Ernsthaft? Oh, hatten wir echt so eine Idee? Diese Idee hatten wir schon zweimal. Da kann ich mich jetzt original null dran erinnern. Doch, wir standen beide Male in der Küche und haben. Ich glaube, ich habe gekocht und du hast abgewaschen. Und dann kamen wir zweimal, glaube ich, schon mittlerweile auf diese Idee von wegen den Todesschreiben von Leon auf umzuändern. Please surrender. Aha. Please, ich habe keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Das höre ich irgendwie oft bei League of Legends. Die Idee könnten wir uns sogar noch ausarbeiten. Überleg mal, jedes Mal, wenn du irgendwo deine Waffe aufrüstest, mehr Power. Jedes Mal, wenn du eine andere Waffe aufrüstest. Okay, jetzt helfe ich ihm echt nicht. Jetzt helfe ich ihm aus Prinzip nicht, ganz ehrlich. Help me to kill Drake, Bot Noobs. In. Oh, der wird sowas von reported. Und gleich ist er tot. Lass ihn mal reinrennen. Wetten, der springt doch jetzt gleich angespitzt in die Bande rein. Sorry, das konnte ich mir jetzt gar nicht verkneifen. Als ob der dich verstehen würde. Pff, juckt mich nicht. Ja, jetzt würde nur noch fehlen, dass er deswegen uns gleich als Nazis beschimpft. Dann bringe ich die richtigen Nazi-Jokes. Oha. Sorry, es eskaliert hier gleich wieder. Wer macht denn noch solche Witze? Keine Ahnung. Ja, komm, Fiss, schnapp ihn dir. Am meisten der Typ, der schnappt sich meinen gesamten fucking Farm. Ja, lieber nicht. Oh Gott. Oh, ich dachte auch einen Powerfokus. Hab ich jetzt erst bemerkt. Egal. Spaß. Nicht. Okay. Ja, genau.
Einfach mal den Turm ignorieren. Ja. Hauptsache killen. Titan, Titan, Titan! Dann bin ich mal rein. Oh, die checken mich nicht! Wie geil! Ich will auch mal was Blödes dazu beisteuern. Auch mal, auch mal! Ja! Segatas Anshiro, Segatas Anshiro, Segasata Anshiro. Ja, wie sollen wir da hocken und sich überlegen, was zum Fick wollen die? Ey, wer Segatas Anshiro nicht kennt, Schande! Das muss ein Zwölfjähriger sein. Und nun an alle Zwölfjährigen, die zugucken. Kennt ihr noch Sigata Sanjiro? Sekunde, gleich wieder da. Eins. Ich bin lustig. Ping, 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 hast du noch was anderes? Ich hab jetzt mal nicht auf seinen Ping geachtet. Der pingt gerade die ganze Zeit nur. Deswegen. Kannst du noch was anderes? Theoretisch könntest du ein bisschen surrendern, ne? Wenn ich ehrlich bin, ich hab keinen Bock auf den Typen, weil ich hab in der Mitte keine Chance mehr. Ich sterbe am laufenden Band gerade hier. Oh Mann, hol. Ich bin Late Game. Sofern wir das noch erreichen. Maybe. Ich hab gute Laune, ich hatte heute Pizza. Ja, klar, dann, das gilt nicht, da haben wir immer gute Laune. Sag ich doch, ich hab gedopt. I'm full of good pizza. Aber Dope ist böse. Pizza Dope. Schnuppe an dieser Pizza und sag mir das ins Gesicht. Ah, dieser zart schmelzende Käse. Ich hatte schon heute Pizza Burger, also. Pizza Burger? Das ist Hallo? Pizza aus Italien. Ey, die hat mich jetzt fast wieder gekillt. What the fuck? Ich dachte, sie richtet sich jetzt so auf, dass man was gegen den Pizzaburger sagt. Nein, 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 deswegen nicht. Sie hat mich gekillt. Wow. Okay, das muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Ich bewege mich keinen Schritt gerade weiter. Ja, Vayne ist fett. Das erklärt alles. Ja, doch, die hat ein paar Items. Ich bin zwar sechsmal gestorben, aber woher hat er bis 12 Kills? Moment, 12? Und ich bin dabei sogar zweimal von Mii getötet worden. Na gut, rechnen wir mal zusammen. Der Xin ist sechsmal verreckt. Ich bin zweimal. Hilfe! Was leckt das auf einmal? What the fuck? Aber mich hat Fizz noch nicht einmal angefasst. Kisu? Mich auch nicht. Nee, ich wurde jetzt, dann würde ich jetzt alles. Ich bin gerade mal dreimal gestorben und ich glaube, das war alles Vayne. Ha. Huh. Du hast deine eigene schöne Lane. Das ist jetzt ein bisschen weird. Weil ich habe ihm auf jeden Fall keine 12 Kills geschenkt. Will der Typ uns verarschen? Der hat gerade einen Yi vor sich hocken und bringt sich woanders einen Arschwund. Anstatt hier die ganze Zeit rumzupingen, vielleicht jetzt so groupen. Ich glaube, jetzt gerade macht das nicht wirklich Sinn. Sorry, das mit dem Ping war gerade ich. Aber Keks. Ist ja klar, wir rennen jetzt alle in die Mitte. Das können wir dann auch immer noch machen. Je kommt von hinten. Sie kommen immer von hinten. Ja, ich merk schon. Hui! Ich bin nicht da. Oh je. Boah, ja, leck noch mehr. What the?
Ja, der Lack ist diesmal schuld gewesen. Komm. Das wird man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme nicht sehen, aber es hat richtig geruckelt. Alles tutti frutti. Ah, jetzt kommt Bryce. Halleluja, den hab ich nicht gesehen. Wer hat was gesehen? Der Yi hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Kratzen. Ja, los, Xen, zeig, was du kannst. Stier, Vollidiot! Ich bin schwer beeindruckt. Er hat was getötet vor meinen Augen. Kesuna, hast du diesen Skill gesehen? Das können nur Ich war tot, ich konnte nichts sehen. Ich bin blind. Oh Gott. Don't shoot me, I haven't seen anything, I'm blind. Wait. Ist Anwalt geil? Wait a minute. This guy isn't blind, he saw my gun. Damn it! Classic. Komm, Sona, der hat ein wunderschöner Pilz für dich. Ey, steck fest. Oh mein Gott. Verschwinde da! Verschwinde! Alter Verwalter, die tun weh. Ja, die sind ja auch fett. Ich bin unschuldig, ich bin immer an denselben verreckt. Ich hab nur ein Geld, ich kann gar kein Geld geben. Ich auch nicht. Ich sag ja auch nichts gegen euch. Also. Wer jetzt? Der Fizz hat 14 Kills? Den Kill hätte ich jetzt gerade einmal gebraucht, aber egal. Hauer. Naja, tot ist tot. Ich bin nicht so oft an ihm verreckt. Ah, hinter uns. Ja. Ernsthaft? Die Leute rennen gerade um ihr Leben und der hat nichts Besseres zu tun, als den Dragon vorzuschlagen. Japaner, man muss sie lieb haben. Nö. Alles ja, die haben das auch schon nicht gemacht, ne? Ich sag ja nur Hiroshima und Fuku. Nagasaki. Wieso, da haben wir sie doch ganz lieb gehabt. Wir haben ihnen eine ganze Bombe geschenkt. Oh. Das war doch eine richtige Bombenparty. Ach, rein technisch gesehen sind wir heute derselbe Verein. Das war gerade ganz dünnes Eis, oder? Naja. So. Oh, Junge, wollen wir mal in der Mitte spazieren gehen? Ja, tun wir das mal. Hey! Lasst uns Spaß haben, Kinder. In der Hoffnung, dass wir irgendwie, keine Ahnung. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Dinge tun. Ja. Was denn nicht sagst, wäre als einziger dort rein, voll gut. Ja, natürlich nehmen wir ihn den auseinander. Ich vermine hier mal unsere Base ein bisschen. Und jetzt durch den Dschungel abhauen. Ich komme euch da jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht zur Hilfe, weil... Nee, wir locken die jetzt mal so weit, wie es geht, weg. Sofern es geht! Du läufst jetzt, du gehst. Na, aber der Fisch ist hinter mir! Nope, das hätte ich nicht machen können. Blöder Fisch! Ja, wir haben es wenigstens probiert. Na, der Fisch war hinter mir. Da hätte ich nichts machen können. Also ich breche jetzt mal eine Land... für dich und das ist jetzt mal ernst gemeint. Wir sind wenigstens weggerannt. Der Idiot ist ja stur reingerannt, nachdem der Drache tot war. Ja, okay. Das aufpassen, Nieder, die kommen noch oben. Also Kinder, obwohl wir hier gerade am Verlieren sind, ihr könnt noch was Elementares lernen. Wenn ihr seht, dass in der Gegend, wo ihr hin wollt, gerade das Monster gemacht wurde, dann ist Antwort A immer richtig. Die Gegner sind noch da und bereit, euch den Arsch aufzureißen. Also, nicht reinrennen. Nein, das ist ganz arg, pfui. Also, Kinder, esst euer Gemüse. Das auch. Ich geb Gemüse.
fehlt denn das Fischstäbchen von mir? Dich töten? Eventuell? Nur weil ich irgendwann mal auf sein Häuschen gelatscht bin, als ich tauchen war? Ach komm schon. Leute! Ah ja, ich seh's. Blödes Vieh. Das macht echt keinen Spaß mehr. Not really. Den Zylinder, den Jinx sah auch nicht gut. Wow. Das hat gar das hat einen Scheiß gebracht. Ich glaube, danach brauche ich ein bisschen Rüstung. Wird nötig sein. Ich glaube, das wird nicht so wirklich von. Febrin? Ja. Wird nicht mehr so wirklich helfen, fürchte ich. Habt Hoffnung! Was für Hoffnung! Keine Ahnung, auf einen neuen James Bond-Film mit Uwe Boll und Til Schweiger. Bist du des Wahnsinns? Ja. Also, Lisa, ich habe echt Hoffnung, dass er gut wird. Lisa, spielen wir gleich eine vernünftige Runde mit vernünftigen Menschen. Bin ich kein vernünftiger Mensch oder was? Doch, nur ich meine mit vernünftigen Menschen Leute, die einigermaßen Ahnung haben von ihrem Zeug. Ihr kennt mehr Leute? Oh mein Gott. Dann brauchen wir halt noch jemanden, der spielt. Oh Gott. Oh. Ja, der Fisch tut weh, ne? Da war eine Menge auf mir, aber kein Fisch. Ja, ich meinte auch hier unseren Japaner. Hat sich wahrscheinlich beim Sushi-Schneiden in den Finger gestochen. Bleib jetzt in der Base stehen. Ich auch. Naja, aber... was soll's? Jede Erfahrung ist dennoch eine Erfahrung. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Du könntest noch die Wellen bekommen. Ich glaube nicht. Das und... ja. Ich sehe es realistisch. Nein. Ich habe gerade was getötet. Yay! Kann ja nicht gerade so gut zu laufen bei euch. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich hab Spaß. Es steht 9:42. Na wenigstens das. Ja. Hey, aber unser Xin ist richtig knorke. Ja, ich hab ihn zum Fressen gern, dieser dumme Wichser. Arschkrampe. Flachwichser. Er hat gerade so eine richtig aggressive Mentalität. Oh, Gulli-Liebhaber. Also, ich weiß ja, dass ihr es zwischendurch mit Random Nubbles eigentlich recht locker seht, aber der scheint euch irgendwie leicht zu würgen. Sie sollen schlafen gehen. He had one job, sagen wir es mal so. Und er verkackt. Ich habe ihn als Putin-Versteher beleidigt. Ist echt so, in der Regel stört dich das irgendwie nie, aber jetzt gerade aktuell ist... vielleicht, weil es eine Aufnahme ist. Nur mal so, es fühlt sich an wie so ein leicht großer Waldbrand. Wir müssen den Kontest bieten. Für gewöhnlich sitzen wir ja bei einem guten Buch und einem schönen Holunder-Tee zusammen und amüsieren uns herzhaft über diese Menschen. Aber da das Publikum von heute weder Holunder-Tee noch gemütliches Gelächter als interessant empfindet, müssen wir ein bisschen auf die Dramatikschiene aufspringen. Also, und am Strich, wir krönen rum wie verhaltensgestörte Teenager. Erstens. Moment. Ja. Oh je. Ihr seid doch zu viert, oder? Ja, aber trotzdem. Weil der Xinjiao hat mich 5-mal hintereinander sterben lassen. Er wollte mir helfen. Und hat den Fiss auf mich gehetzt, sozusagen. Oh. Und wundert sich dann, dass ich 11-mal jetzt gestorben bin. Ja, und für die nächste Runde noch jemanden? Ja. Oh, das wäre fabulös. Ich finde es ja vor allem nur geil, weißt du. Der einzige Platz, der bei euch frei ist, ne? Ach komm, ja. Und das ist ein Vollidiot. Aber der König der Vollidioten. Just saying.
Ihr hattet eine Chance von 20%. Ja, aber es ist wirklich so, wie es Maxim mal in seinem Acid Race Video sagte. Ein Arschloch kann eine Runde killen.